Unser nächstes Thema ist Social-Media-Nutzung und uns interessiert hier besonders die Rolle, die der Chef oder die Chefin hat. Darf uns hier eigentlich jemand was vorschreiben? Die erste Frage ist, darf mein Chef oder meine Chefin mir verbieten, Facebook während der Arbeitszeit zu nutzen? Die Antwort ist sehr einfach und eindeutig, ja, das darf er. Er darf während der Arbeitszeit Ihnen untersagen, Facebook und andere soziale Netzwerke zu nutzen. Kriege ich Ärger, wenn ich das dann mache? Das hängt vom Chef ab oder der Chefin, aber grundsätzlich könnten Sie Ärger bekommen, Sie könnten abgemahnt werden und bei einer Reihe von Verstößen könnte das dann bis zur Kündigung führen. Wenn ich jetzt einen privaten Facebook-Account habe und ich schreibe da irgendwas über meine Arbeit, ist das auch potenziell gefährlich? Nochmal, grundsätzlich, während der Arbeitszeit ist alles potenziell gefährlich, weil es sozusagen während der Arbeitszeit passiert. Was Sie privat machen, ist ein anderes Thema. Das heißt, vor der Arbeitszeit und nach der Arbeitszeit. Auch dort gibt es natürlich Regeln, aber während der Arbeitszeit kann Ihr Arbeitgeber Ihnen grundsätzlich, hat er ein Weisungsrecht und kann es Ihnen vollständig untersagen oder auch inhaltliche Vorgaben machen, was Sie zum Beispiel auf einem Account dann für Aussagen tätigen mögen über das Unternehmen. Und wenn ich jetzt mich über meine Arbeit sehr geärgert habe und ich äußere das ganz deutlich in einem Facebook-Post abends nach Feierabend, weil ich nämlich dann immer noch sehr genervt bin, muss ich damit Konsequenzen rechnen? Gut, da fängt es jetzt an, sozusagen, dass es eine weitere Ebene reinkommt, nämlich die Frage der Persönlichkeitsrechtsverletzung. Wenn Sie sich grundsätzlich abends jetzt negativ über das Unternehmen äußern oder ich hatte einen stressigen Tag, das ist in Ordnung. Wenn Sie aber anfangen, sozusagen das Unternehmen zu diskreditieren, Geschäftsgeheimnisse verraten, wir haben eine neue Creme entwickelt, die wird so und so heißen oder andere Dinge oder eben zum Beispiel den Arbeitgeber beschimpfen, also wirklich mit persönlichkeitsrechtlich relevanten Aussagen, will ich jetzt hier nicht wiederholen oder zitieren, dann könnte dort natürlich auch gegen vorgegangen werden, obwohl Sie in Ihrer privaten Zeit gepostet haben. Und wenn ich jetzt privat irgendwas mache, wo ich mir vorstellen könnte, dass mein Unternehmen das nicht toll findet, also ich arbeite für ein Unternehmen in der Mobilitätsindustrie und gehe auf eine Demo, die sich für autofreie Innenstädte einsetzt, könnte es da Probleme geben? Ja, also wir haben ja hier kein Gesinnungsarbeitsrecht. Das heißt, Sie können natürlich in Ihrer privaten Zeit grundsätzlich alles machen. Sie können auch jeder politisch legitimierten Partei, die nicht verboten ist, beitreten und dort aktiv sein. Das ist jetzt sozusagen, solange die Partei nicht verboten ist, kann man Ihnen da jetzt auch kein Vorwurf draus machen. Und wenn Sie sich bei einer Umweltorganisation engagieren oder ehrenamtlich oder in der Kirche, auch dort, so weit geht das Weisungsrecht des Arbeitgebers jetzt nicht, dass er Ihnen da Vorgaben machen könnte. Könnte mein Arbeitgeber sagen, berufliche Netzwerke wie Xing oder LinkedIn finde ich in Ordnung, aber ich will nicht, dass meine Mitarbeiter einen privaten Facebook-Account haben? Nein, der könnte Ihnen keinen privaten Facebook-Account untersagen. Und wenn ich jetzt auf meinem Facebook-Account zum Beispiel Fotos poste aus meinem Büro, weil ich zeigen möchte, wie gut meine Arbeitsbedingungen sind, könnte ich da in Probleme kommen? Gut, also die grundsätzliche Thematik ist natürlich, dass Unternehmen mehr und mehr dazu übergehen, Social Media Guidelines aufzustellen für die Mitarbeiter, an die man sich dann auch sinnvollerweise hält. Wenn Sie jetzt nochmal die Frage der privaten Nutzung ist davon ausgenommen, im Rahmen der privaten Nutzung müssen Sie natürlich sicherstellen, dass die Mitarbeiter, die Sie fotografiert haben, Ihnen die Rechte eingeräumt haben an den Bildern. Die könnten dem natürlich widersprechen. Ansonsten können Sie das privat theoretisch machen. Oder der Arbeitgeber kann Ihnen natürlich auch untersagen, dass Sie Fotos an der Arbeitsstätte machen, weil er das Hausrecht hat. Das heißt, er kann sagen, du machst keine Fotos hier in den Räumen. Du kannst gerne Fotos während der Mittagspause machen mit deinen Mitarbeitern. Die kannst du dann abends auch posten, wenn du deine Kollegen gefragt hast. Das wäre die Antwort. Wenn ich jetzt ein Profil auf Xing habe und ich schreibe da, ich suche interessante neue Herausforderungen, dann könnte ja mein Arbeitgeber sagen, ich will aber nicht, dass der Mitarbeiter interessante neue Herausforderungen sucht und sich besonders positiv darstellt. Kann er mir dann auf die Füße treten? Also während Ihrer privaten Zeit können Sie das natürlich tun. Soweit geht das Weisungsrecht des Arbeitgebers nicht, dass er Ihnen jetzt untersagen würde, könnte sich als interessante Persönlichkeit dort zu präsentieren. Es gibt ja auch kein Recht auf lebenslange Bindung. Insofern können Sie natürlich auch einen Arbeitsplatz wechseln und insoweit können Sie sich auch dort präsentieren, wie Sie das dann gerne möchten. Wenn ich Mitarbeiter in einem Unternehmen bin, sind ja viele Unternehmen dazu übergegangen, diese Mitarbeiter vorzustellen mit Foto, mit einem Kurzsteckbrief, im Internet, Facebook-Seite, Internetseite. Kann ich mich dagegen wehren, wenn mir das unangenehm ist?
Also grundsätzlich ist es natürlich jedem Arbeitgeber jetzt steht es gut an, wenn er seine Mitarbeiter fragt, ob sie das möchten. Und wenn er darüber sich hinwegsetzen möchte, muss er sicherlich einen guten Grund haben. Ich denke, das wird man unterscheiden müssen, was für eine Tätigkeit sie haben. Wenn sie also sozusagen keinen Kundenkontakt haben, nicht im Vertrieb tätig sind, dann halte ich das für ausgeschlossen, dass er sie sozusagen gegen ihren Willen auf die Webseite setzen kann. Wenn sie aber sowieso im Vertrieb tätig sind und Kundenkontakt haben, dann sind sie ja jemand, der an der Schnittstelle zur Öffentlichkeit tätig ist und dort muss man dann auch wissen, wer sie sind. Ob das zwingend auch tatsächlich sozusagen ein Bild sein muss, jetzt nochmal eine andere Frage. Aber zumindest die Information, dass sie dort tätig sind und dass sie der Ansprechpartner sind, den könnte er dann veröffentlichen.